Guten Abend. Guten Abend. So, sorry, guten Abend. Ich hatte mein Mikrofon noch gemutet. Sorry. Alles gut, kein Problem. War mir nur nicht sicher, ob du mich gehört hattest. Ich bin da manchmal Nee, noch ich nicht habe ganz so hier fit. auf dem PS5-Controller die Mute-Taste gedrückt und habe vergessen, die wieder zu wegzumachen. Also dann nochmal guten Abend, ne? Ja, klar. Ebenso. So, du spielst aber schon länger, oder? Du bist nur neu auf diesem Server. Ja, ich spiele das schon Ewigkeiten, das Spiel. Ne? Wie gesagt, mal PC, mal PlayStation. Nur auf dem Server bin ich jetzt neu. Alles klar. Ja, ich bin 4 Wochen jetzt in dem Spiel. Also noch frisch, ja. Insgesamt erst. Ja. Und in dem Team jetzt knappe Woche oder so. Ja. Also ich bin im Team Ghost. Die sind ganz nett. Ja, es ist ja wunderbar. Und Bin so denken der. ähnlich wie du, wie man es jetzt im Chat lesen konnte. Haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten. Ja, Hier was soll von ich dir wegen sagen, ne? Sicherheitszonen um die Safe Zone rum und dass es feige ist, dann direkt vorne dran abzuballern und solche Spielerchen. Ja, ich bin im Discord Nightfun Gaming, ne? Nur hier im Game heiße ich Nightstalker. Ja, hast ja eben geschrieben, habe ich gesehen. No. Ja, was soll ich dir sagen, ne? Aber wie gesagt, es gibt immer Idioten in diesem Spiel, ne? Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ich habe damals, wie gesagt, selber einen eigenen Server gehabt. Ich habe die ganzen Spielchen auch mitgemacht. Deswegen habe ich den Server auch nicht mehr, weil ich da auf diesen ganzen Diskussionen und auf dieses Rumgemoser keinen Bock mehr hatte. Naja. Aber die hier, Rowan und Heather, sind ganz nett. Ja, ich weiß, ich habe mit Hedda gerade die ganze Zeit gequatscht. Ist in Ordnung. Also kann man auf jeden Fall mit reden vernünftig. Ja. Es sind halt auch einfach keine Kinder, ne? Das merkst du auch. Genau. Das sind Das ist vernünftige es. Erwachsene, da kannst du dich gleich ganz anders mit unterhalten. Oh, mir ist ein bisschen warm hier, ne? So. Nur ein bisschen. Dann habt ihr eure Base verteidigt, ja? Hast mitgekriegt? Ja, es ist ja Base Raid Zeit, deswegen. Ich denke mal, dass alle in ihren Basen Ach gehuckt so. haben und gewartet haben, bis einer kommt, ne? Ja. Es waren gestern, vorgestern sind wir alle an einer unserer Base gehockt. Also sämtliche Mitspieler vom Server auch, um das gegen zwei zu verteidigen. Zwei Server, wie nennt sich das? Besucher los. Zwei Englisch sprechende, die hatten uns am Tag vorher schon attackiert und dann ist ja lustiger, dann machen sie einen platt und dann locken sie sich aus. Naja. Und dann haben wir doch prompt die Gelegenheit genutzt und einen davon eingesperrt. Da, wo er sich ausgelockt hat. Auch Und dann nicht kam er halt nicht schlecht. mehr raus. Ja, Pech, ne? Weil er auch gesperrt ist, ne? Base Raid. War dann ganz lustig. Hm, Dann haben. obwohl, da vertue dich nicht. Du kannst von innen von der Base, wenn du drin bist, kannst du Zäune und alles abbauen, ne? Auch wenn Space-Schaden aus Nee, der ist, hat ne? es nicht geschafft. Der hat es nicht Ja, du brauchst geschafft, Werkzeug dafür, ne? tatsächlich. Ja, eben. Das hat er natürlich nicht gehabt, wahrscheinlich. Er wurde aber auch Ich mit habe einer das. Flasche Wodka versorgt und ein bisschen was zu essen. So ist er nicht. Und eine Ist ja Waffe hat er nett. gekriegt. Um sich selbst die Kugel zu geben für den Fall aller Fälle. Nee, aber tatsächlich wurde er dann rausgelassen. Aber die sind Ja. gut, die zwei Spieler. Das sind JD Haggerty und Hamilton oder wie der heißt der andere. Ah, es gibt schon bei Daisy kranke Leute. Ja. Das sind aber auch welche, die spielen das Spiel 24/7, die spielen nichts anderes gefühlt. Ja, das ist genau, das kommt dann auch noch. Das sind dann auch die, die dann auch immer Base Raid offen haben wollen. Hatten wir hier auch schon Diskussionen im Chat vor ein paar Tagen. Gab es eine Abstimmung?
Ja. Ist aber bei den zwei festen Zeiten geblieben dann. Ja, ich baue eh keine Base, von daher ist mir das egal. Ich hasse es zu bauen bei Daisy. Ja, weil da muss man es auch halten und so, ne? Nee, ich mag das nicht mit diesem, du musst ja, erstmal musst du ja die Stöcke und mit Soundset und den ganzen Scheiß, da musst du das ja abstecken, da musst du Holzbretter machen, immer. Da musst du Nägel und nee, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir alles zu kompliziert hier. Was spielst du noch? Ja, eigentlich Bauspiele, so Seven Days, Ark, sowas okay. Halt, ne? Okay. So Survival also Games halt. Okay. Ja, ich habe da keine Vorstellung von, das ist auch mein erstes Game in der Richtung überhaupt. Ja, eigentlich, wie gesagt, spiele ich halt total gerne so Bauspiele, aber bei DayZ ist das Bauen einfach absoluter Schmutz. Also das. Mal als Vergleich für mich, ich kenne jetzt Minecraft von den Kindern. Ja, Minecraft zum Beispiel, 1000-mal besser, zocke ich auch. Ah, okay. Weißt du, bei Minecraft oder bei Seven Days oder was, da setzt du einfach eine Wand und dann steht die, ne? Du musst nicht erst da was rausbuddeln und Nägel und. Nee, du kannst einfach, ne? Du nimmst den Block, den findest du schön, dann stellst du den da hin und fertig, ne? Ja. Aber Daisy bauen, boah, kann ich nie haben, ey. Das heißt, du hast immer das Nötigste bei dir? Ja, und ich hab Stashbasen halt, ne? Also ich hab irgendwo im Wald, tiefen Wäldern, habe ich halt ein Fass versteckt oder so, ne? Sowas, genau, hatte ich mir dann auch überlegt. Ja, oder verbuddelte Säcke. Du kannst ja auch so diese Säcke verbuddeln. Die wasserdichten Säcke, ne? Wahrscheinlich. Deswegen, man kann sein Loot auch anders beschützen. Eigentlich ist es ganz easy, wenn du zum Beispiel nimmst du den Fass, ne, und bringst das irgendwo am Rand der Map. Irgendwo im Wald am Rand, da läuft nie einer her, nie. Ja, oder da halt wirklich auch mitten im Wald. Man sieht ja auf der Map dann, wo welche Punkte sind, wo sie den Wald dann eher mal kreuzen und da hält man sich dann halt auch fern. Ich habe schon zwei Fässer versteckt. Ja, das kann man halt so machen, ne? Wenn man keinen Bock auf Bauen hat, so wie ich, dann versteckst du halt irgendwo ein Fass, ne? Ja, ich habe halt noch nie wirklich gebaut, außer das eine Tor da vor meiner Zimmertür. Ja, also wie gesagt, ich habe da keinen Nerv für. Das ist mir hier zu kompliziert. Also brauchst du ein Team, wo dann die Base schon gesetzt ist am besten und wo sich andere doch kümmern. Und du machst dann halt den Loot und die Fights. So sieht's aus. Ich gehe halt lieber looten, ne? Ich besorg lieber das Material, als selber zu bauen. Ja, das, ich glaube, da bin ich auch der Typ dann für. Habe ich auch schon gesagt, ich bin dann der, wie sagt man immer, Sprinter. Der kann mal hier anpacken, da mal anpacken, looten. Ja. Und gucken, ob was verteidigen halt tatsächlich unterwegs. Bis jetzt noch nicht. Ja. Aber ich halte dann meistens dann die Umgebung im Blick, wenn irgendwie mal was ist, kampf- oder verteidigungstechnisch. Ja. Ja, wie gesagt, bauen ist halt. Also hier ist bauen nicht meins, überhaupt nicht. Ja. Brauche ich nicht. Hat mich gewundert, ich bin jetzt schon ein paar Minuten jetzt online. Bist jetzt der Erste, der hier aufgetaucht ist. Ja, 20 Minuten. Ich bin schon Minuten die ganze Zeit hier. Ach, du warst schon hier? Okay. Ja, ich habe gerade vorm Restart noch mit Hedda da vorne gestanden beim Autoscooter und haben uns die ganze Zeit unterhalten. Ach, ist sie auch in der Nähe? Okay. Ja, die musste ja den Server restarten wegen Base Schaden. Ach, sie ist jetzt wieder ausmachen. Da. Ja. Da ist sie doch, guck. Puff. Ja, die ist jetzt wieder da, hab's gerade gesehen. Guten Abend. Genau, ich bin wieder rausgeflogen, wie immer. Hi. Hi. Hallo. Hi. Das passt doch nicht. Was? Wieso ist der Hacker-Team nicht in der Polizeiuniform? Hi, ja. Hi. Ach, da oben hat sich noch einer versteckt und belauscht uns. Ja. Aber er spricht Englisch, ne? Ihr habt's schon mitbekommen. Spricht auch nur Englisch oder auch was anderes? Ja, nur Englisch. Ach, da oben sitzt einer, ich denke, hä? Versteckt sich und belauscht uns hier. Okay. Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, so. Ja, der versteht dich nicht. Yeah, they're wondering that you are there.
Hello, sprechen Sie German? No, sorry. Oh, hola, buenos días. Hola. Hola. Das verstehen sie alle. Hola. Salut. Which city do you live in? Do you live? Scotland. What? Scotland. Scotland? Ah, okay. Yeah, yeah. Yeah, okay. Ein Schotte. So wie mein Schwiegervater, der ist auch Schotte. Echt? Ja, mein Schwiegervater kommt aus Schottland. Schatz, hier rennt ein Schotte rum auf der Map. Soll ich ihn mal unter den Rock gucken? Wie viele sind mal hier in der Safe Zone? Wenn sie sich immer verstecken, das ist manchmal schon tückisch, ne? Wenn sie einen belauschen wollen hier. Oh, von mir aus könnt ihr ja lauschen. Ja, nee, ich auch nicht. So ist er nicht. Wir haben gestern die neue Base besichtigt. Ja, keine Ahnung, ich war da noch nicht. Ich habe jetzt versucht, sie bei Metz mit reinzubringen. Wieder einer. Ausgekippt war das eben. Oder man akzeptiert es und respektiert es, so wie es ist. Ja, habe ich gestern mitgekriegt im Chat.